Wirklich schön hier. Okay. Ja, und dann hat man da halt immer richtig gezockt. Irgendwann kamen dann auch die Schlachtfelder, wo man dann auch mitgespielt hat. Ja. Natürlich die Horde wieder mal ein bisschen unintelligent, wie sie damals war. Ich muss auch sagen, ich habe damals das auch nicht gewusst. Ja, da hat man immer random reingegangen und die Allianz hat dann irgendwann sich so zu Elite-Grüppchen zusammengeschlossen und ist dann damit immer in die, naja, auf die Schlachtfelder gegangen. Naja, und man hatte dann keine Chance, weil die waren im TS und was nicht alles. Da hat man dann halt auch alt ausgesehen. Aber trotzdem waren dann ab und zu noch Städte-Raids. Wobei das dann auch immer mehr abnahm, als dann später noch mehr Schlachtfelder wie Aratibecken und Altaraktal kamen. Dann wurde im Prinzip diese Open Air Raids mehr oder weniger ausgerottet. Diese Richtung geht es, glaube ich, nicht, nein, oder? Doch. Also gehen tut es da schon, aber ich glaube, da ist nichts, was mich jetzt interessiert. Ich werde mich da wieder mal Richtung Wald. Ja, irgendwann war ich dann Rang 6, irgendwann dann Rang 10, ja, und dann irgendwann Rang 14, erster oberster Kriegsfürst des Servers und sogar eine Woche früher als hier mein Gegenspieler aus der Allianz. Ein Jäger namens Boreal. Ja, man hat sich natürlich tierisch gefreut, mal ein Riesenerfolg, ein erster irgendwas zu sein. Damals war E-Sports und überhaupt so alles noch so ein Kinderschuhen. Ich meine, klar, das ist jetzt nicht E-Sports, das war wirklich zeitüber, ja doch eigentlich nur mehr oder weniger Wert, mehr Zeit, der schafft auch mehr. Ui, das gefällt mir. Und so war das ja. Je mehr Zeit, umso mehr Kills, umso mehr und so weiter Statistik gerechnet. Hey, das hier gefällt mir. Jetzt muss ich hier nur mein Bett irgendwie platzieren. Ach so, das geht ja nicht. Moment, Moment, Moment. Kleine Fackel, eine Fackel, so. So, dann hier einmal hinein, hinein. Baue ich jetzt das obere ab? Ne, baue ich nicht ab. Und hier hin mit dem Bett und schlafen. Ja, man war dann so der erste oberste Kriegsfürst, man war berühmt. Nee, berühmt ist jetzt der falsche Ausdruck. Man war sozusagen der erste oberste Kriegsfürst und man war. Ja, der PvP-Trottel. Während andere in der Zeit Onyxia und Molten Core gingen, war man der PvP-Trottel. Ja, ich war dann auch zu der Zeit in einer Gilde, die auch angefangen hat, Onyxia und Molten Core zu gehen, aber irgendwie, ich muss sagen, die Geschichte ist mehr oder weniger tragisch. Ja, man war so PvP-technisch das höchste aller Gefühle, aber dafür beim Rest nicht. Hui! Da hat's platsch gemacht. Ui, doch, das hier gefällt mir. Das hätte schon was. Wenn ich da reingehen würde. Ja, da ich mir dann so mehr oder weniger als Ausgeschlossener vorkam, habe ich mir gedacht, ja, erkennst du also ein paar Allianz-Gilden vom Hin- und Herspielen über PvP? Nee. Das ist doch nicht das Richtige. Nee, da fehlt mir so ein bisschen feldermäßig. Hier unten hätte irgendwas nach Feld aussehen sollen. Wobei ich könnte hier gucken, wie das hier aussieht. Sieht das hier nach Feld aus? Könnte man hier. Nee. Kann man nicht. Kann man definitiv nicht. Ich will das hier zu Feldern machen. Nee. Vergiss es. Vergiss es. Da vorne eventuell. Erstmal hier wieder was packen. Ja, man kann dann so Gilden von der Gegenseite und hat sich gedacht, naja, okay, bringst du nochmal als Allianz-Spieler an. Natürlich als Hunter. Man hat sich dann so einen Namen als Hunter genommen, den ich erst später, also ich hieß Skyman. Ja, irgendwann später, gefühlt nach 2 Jahren, glaube waren auch so circa nach 2 Jahren, ist man dann da Nasus so rumgeschlichen und hat gemerkt, hey, diese eine Wache da auf diesem Tiger, die heißt auch Skyman. Da kam dann der Klickeffekt, wo man sich dachte, ihr habt meinen Namen geklaut. Nein, eigentlich habe ich ihren Namen. Aua, was ist denn das? Dornen, Dornen. Hatte man dann so diesen Klickeffekt und hat sich gedacht, ja, scheiße. Jetzt habe ich einen Namen, der eigentlich eine Wache gehört.
Ja, dann bin ich halt in eine Gilde irgendwann gejoint, als ich Level 60 war und habe ja feststellen müssen, ja, die Gilde war gerade im Zerfall. Dann hat sich die Gilde aber relativ schnell wieder zusammengerottet, erholt. Man ist dann damals, weil es relativ früh rauskam, Sul'aman, war das Sul'aman? Ne, Sul'Gurub gegangen. Oh, siehst du, jetzt kommen wir hier schon ein bisschen mehr in die Region, in die ich gerne hätte. Flaches Land. Schön, schön, schön. Jetzt noch irgendwo ein schicker Berg und ein bisschen Teich und dann hätten wir das, was ich gerne möchte. Ja, Sul'Gurub. Da ist man dann hingegangen, war eine 20er Instanz, hat das gerockt, ja, irgendwann, dann hat man sich gedacht, okay, jetzt müsste man mal mehr schaffen. Onyxia und Molten Core. Waren aber leider 40er Raids, also hat man sich dann eine Partnergilde gesucht, mit der man das dann zusammen gemacht hat. Hat dann da auch relativ schnell eine gefunden, ich mit der zusammen geschlossen. Ui, da hinten, das könnte das Richtige sein, das will ich, da hinten, da könnte das richtige Ziel sein. Wo war ich genau? Hat sich mit der Gilde zusammengeschlossen, also verzeiht mir, wenn ich jetzt hier hin und her switche, aber ich weiß nicht, wie ich das sonst machen soll. Genau, das sieht geil aus, das ist. Aber bin ich jetzt im Kreis gerannt oder willst du mich verarschen? Das kommt mir doch hier bekannt vor. Das ist so das Dorf, wo ich vorhin war. Das war exakt dasselbe und das sind da exakt dieselben Berge. Jetzt kommt mir das bekannt vor. Ich bin also im Kreis gerannt. Das ist so eine Scheiße. Aua. Prärietrespe. Tatsache. Das ist dasselbe. Na klasse. So ein Blödsinn. Ich also im Kreis gelaufen. Ey, ja, dann haben wir da damals so geradet, so Klassik. Waren, glaube ich, die dritte Gilde vom Server, die Dingens hier Situn in Ankirai 40 erlegt hatte. Naja, und wir waren immer so ein bisschen so casual Durchschnitt, würde ich sagen. Also nicht perfekt, aber auch nicht noobig. Ja, man hat sich dann so durchgeschlagen. Das ging, glaube ich, so bis Wrath of the Lich King. Wo dann erstmal die erste Änderung kam mit 10er und 25er. 10er damals auch noch ein anderer Loot als 25er. Ich hasse Blizzard immer noch dafür, dass sie das nicht wieder eingeführt haben. Hey, das kommt mir bekannt vor. Sondern gemeint haben, ach komm, ja, jetzt machen wir Mythic rein. Noch eine Rage-Stufe, um die Leute so richtig abzufacken. Kommt mir bekannt vor. Von der anderen Seite würde ich doch. Bitte was? Sag mal, ich bin ja hier komplett im Kreis gelaufen. Das ist das Anfangsdorf, wo ich auch schon mal war. Klasse. Laufe hier wie so ein Bekloppter rum und finde mich nicht zurecht. Ja, zurück zu Wrath of the Lich King Zeiten, ja. War gerade ein Ei. Wo ist das Ei? Wo ist das Ei? Ich hab's doch gesehen. Da war es vorbei, das Ei. Dann halt nicht. Schade. Tatsache, das hier ist wieder das Dorf. Ich glaube, ich versuche mich gerade zu erinnern, wie ich da zu der anderen Stelle hingekommen bin. Weiß auch gar nicht, ob ich dieses Fail-Video mal releasen werde. Aber ich glaube, ich bin hier lang gegangen, über die Berge. Ja, genau. So, zurück zu World of Warcraft. Ja, wir haben dann also gespielt, ja, wo Wrath of the Lich King, bis dann, wie gesagt, diese 10er und 25er Sache, die kam mir direkt. Ja, man hat dann gemerkt, im 10er kommt man ja eigentlich viel besser zurecht mit so einer kleinen, ich nenne es mal elitären Eingreiftruppe, als im 25er, ja, wo im Prinzip, ja, ab und zu die Schwächeren, ich will es jetzt nicht direkt Noobs nennen, aber natürlich, man hat es damals direkt Noobs genannt, so intern. Aber wo dann die Schwächeren nicht so gut mithalten konnten.
Ja, dann hat man sich zu Ende bzw. Anfang Kataklysm entschieden, okay, wir lassen uns einfach sein mit dem 25er, wir konzentrieren uns auf 10er. Blizzard hat es ja zum Glück auch einfach gemacht mit dem Kataklysm, wie sie gesagt haben, hey, 10er und 25er gibt selben Loot. Da haben natürlich viele auf 10er gesetzt, wir unter anderem auch. Ja, das ging dann so lange gut, bis Dingens hier Mist auf Pandaria. Und da war dann für mich so mehr oder weniger gegen Ende, als ja Orgrimmar gedöns kam. Also hier der letzte Endcontent kam. Da war dann für mich so der Punkt, wo ich sagen musste, Arbeit und Spiel zusammen ist irgendwie too much. Und es war ja auch wirklich so. Arbeit und Spiel waren in der Tat too much. Weitblättriger Rohrkolben. Will ich nicht. Wer will schon Rohrkolben? Ja, und außerdem kamen dann noch so die Infos, dass Blizzard meinte, ja, mit Warlords of Draenor gibt es diesen Mythic 20er. Und da man ja dann als Raid-Gilde sowieso immer darauf abzielte, den Hardcore-Raid, also, naja, was heißt Hardcore-Raid, immer den End-Content auszuschöpfen, ja, Mythic 20er, wenn man so bedenken, da kommst du doch wieder dahin, wo du schon mal warst, vor Kataklysm. Nur halt mit 5 Spieler weniger. Und das Spiel wird lustigerweise auch nicht jünger. Die Spieler werden älter, die sich da halten. Und die jüngere Generation kommt einfach nicht nach, weil die sich denken, okay, nee, das Spiel ist einfach zu zeitintensiv, zeitfressend. Das ist es ja auch im Prinzip. Ich sag mal, wenn du dich dafür richtiges Rain entscheidest, musst du eigentlich immer, ja, die meisten verlangen dann immer solche utopischen Anwesenheiten von 90% und so. Ist klar, ja, zum einen brauchen sie die Spieler, zum anderen wollen sie halt nicht so viel Loot von links nach rechts verteilen. Wo bin ich denn hier jetzt? Aha. Sieht eigentlich auch schon schick aus. Gebt mir aber auch so ein bisschen die Freifläche. Ich gehe mal in diese Richtung. Ja, und deswegen habe ich dann mehr oder weniger offiziell aufgehört. Musste dann zurückrudern und zurücktreten. Was ich dann auch gemacht habe, ja, dann habe ich vielleicht zu Warlords of Draenor nochmal kurz reingeschaut, wie sich denn das Spiel gerade entwickelt hat. Und ich muss sagen, also positiv entwickelt hat sich es in der Tat nicht. Vor allem, man sieht auch, es gibt gerade mal 2 Contents und jede Menge Time-Base-Gedöns und auch so Sachen wie, hey, ihr dürft jetzt nicht mehr fliegen. Okay, das haben sie jetzt geändert mit dem Achievement, aber ich sag mal, warum? Man, erst bauen sie hier mit Burning Crusade dem zweiten Add-on das Fliegen ein und dann nehmen sie es einen wieder weg. Einfach so. Weil sie meinen, ach nö, die Leute gucken sich ja die Welt nicht an. Also die ändern viel zu viel, meiner Meinung nach. Und ich weiß auch nicht, was ich von Legion, also oder Legion, wie auch immer man es nennen will, halten soll. Ich habe momentan so eine gespaltene Meinung. Weil vieles, stellt man halt fest, erinnert eher so an Diablo 3. Ach, hier, komm hoch. Und es scheint auch viel auf Time Waste aufgebaut zu sein, als auf sinnvolle Sachen. Also es wird wieder dunkel. Bin ich irgendwo was, wo ich mal hier rein kann? Kann ich hier auch mal ein bisschen Schläfchen machen? So. So, machen wir hier auf den Lachs. Dann hier noch eine kleine Fackel und... wo ist das Bett? Scheiße, willst du mir jetzt sagen, ich habe das Bett vergessen oder wie? Fuck. Ich hab das Bett nicht mehr. Kacke. Warum habe ich das Bett nicht mehr? Verdammte Scheiße. Hat der vorhin irgendwas anderes mitgenommen als das Bett oder wie? Ah, ich ahne es, ja. Der hat irgendwas von dem Abgebauten mitgenommen. Was seid ihr denn? Ihr seid doch hier Schäfchen, oder? Wir müssen schon wieder 3 Schafe dran glauben. Tut mir leid. Tut mir leid. Das ist nicht meine Absicht.
Komm hierher. Dann muss ich da nochmal hier. Naja, wir machen mal eine kleine Nachtwanderung. Ich sehe jetzt auch nicht so schlimm. Hat er jetzt aber genommen hier, die Wolle. Ja, die hat er jetzt genommen. Ja. Das Schlimme ist, ich finde meine Stelle von vorhin irgendwie nicht mehr. Ich fand die doch relativ schick. Die muss doch hier irgendwo sein. Ja, zu World of Warcraft, um das zum Abschluss zu bringen. Ich werde Legion vielleicht anspielen. Aber ob es mir Spaß macht, ich weiß nicht. Weil, wie gesagt, man hat immer das Ziel, diesen Endcontent. Aber die meisten Gilden verlangen 90% Anwesenheit. Als Schichtarbeiter schon mal unmöglich. Und dann haben die teilweise utopische Anforderungen, wo man sich denkt, sag mal, was wollt ihr denn? Das Spiel hat sich auch meiner Meinung nach nicht gerade positiv entwickelt, sondern eher negativ. Was zu essen? Weiß ich, habe nichts mehr zu essen. Das ist doof, wenn ich nichts mehr zu essen habe. Bin ich hier nicht hier? Doch hier, das kann ich vielleicht essen. Bringt zwar nicht viel, ist vielleicht auch nicht gesund. Aber doch, es bringt ein bisschen. Gifte mich auch nicht, tut seinen Zweck. Ja. Also ich bin, dann werde ich höchstens vielleicht das Leveln und die neue Klasse anspielen in Legion und naja, man wird das sehen, wie das so ist. Achso, ja, übrigens ja zu meiner Laufbahn, ja, ich habe nicht die ganze Zeit Allianz Hunter gespielt, also ich habe zu Klassik natürlich einen Ork Schaman gespielt, zu Burning Crusade. Nebenwarte zu Klassik, dann einen Hork-Schaman, dann habe ich gewechselt, als ich dann vom PvP auf Raiding ging, habe ich dann einen Nachtelfen-Hunter gespielt und später irgendwann habe ich gewechselt zu einen, ja hier einen Burning Crusade, auch den Nachtelfen-Hunter angespielt, aber dann habe ich mir gedacht, ja gehst du wieder zurück auch zu deinem geliebten Schaman, da ist er damals drin, ich Drenai-Schaman gab, bin ich darauf zurückgewechselt. Ja, habe ich sehr lange gespielt, bis dann Mist of Panaria Monk rauskam. Gefiel mir besser von der Spielweise her, weil ja Schamane, gerade Enhancer, also Verstärker, die so ein bisschen undynamisch gespielt hat mit der Zeit. Und man sich auch teilweise verarscht vorkam von Blizzard, warum manche Sachen nicht einfach gebracht worden, die es in diversen Betas und PTRs und wo nicht überall gab. Gefällt mir hier eigentlich, sieht aber auch nicht nach dem aus, was ich gerne hätte. Ach ja, ist das wieder schwierig. Wenn ich doch nur die Stelle wieder finden könnte, wo ich vorhin war. Schade, schade, schade. Dann muss ich mal weiter gucken. Vielleicht habe ich auch einen zu hohen Anspruch. Aber ich sag mal, ein bisschen Wasser in der Nähe sollte ja schon sein. Und dann ja, ein Berg wäre auch nicht schlecht. Natürlich nicht sowas wie hier, so ein Monstrum, aber ein kleines Berglein, Hügelchen. Oder vielleicht ein anderes angrenzendes Biom wäre natürlich auch nicht schlecht. Dschungel oder so. Ja, Dschungelbiom haben wir eigentlich noch gar nicht gesehen. Okay, hier haben wir wieder so eine Wasserschlucht. Ah ja, das hier ist wieder so mehr Berg- und Talfahrt. Das ist natürlich etwas, was ich nicht unbedingt will. Huch. So, da geht's wieder zum Meer. Der Cedos-Mond ist immer noch oben. Zuckerrohr. Huch. Ich sollte aufpassen, wo ich hingehe. Nicht, dass ich mal irgendwo aus Versehen in Lava falle. Die ist definitiv nicht gesund. Naja, dann wieder in diese Richtung. Weil da geht es jetzt zum Meer. Könnte natürlich auch übers Meer schippern. Will ich aber eigentlich auch gar nicht. So viele Schafe. Ich muss mal. Viel Fleisch. Muss sein. Es tut mir leid, aber es muss sein. Außerdem gibt es auch ein bisschen Wolle. Die Wolle war harm, die Wolle. Schweinchen gibt es da auch. Schweinchen gibt es da also auch.
Aber ich glaube, deren Fleisch ist nicht so genießbar, wenn man das roh isst. Ist das gerade gar nicht. Oder ist das genießbar? Komm mal rein.